herzlich willkommen zu diesem Spiel in der 31. Runde zwischen dem Grasshopper Club Zürich und dem FC Lausanne Sport. Jetzt ist der Ball freigegeben, der Ball kommt und ist in der Nähe mit der Masche. 1-0 für Lausanne. In der 5. Minute keine Abwehrchance für Moreira. Der Kukuruzovic hat den Ball kurz angetippt, hat ihn auf die Kibel gespielt. Der lässt ihn dann liegen für den Kukuruzovic und der dreht ihn mit dem linken Fuß in linke obere Ecken. Also wirklich ja, fast Zentimeter genaue Arbeit zu dem 0-1. Ja, muss man leider sagen, es war ein sehr schönes Goal. Der Kukuruzovic ist ganz genau Mass genommen. Morandi. Schmid läuft an, schießt direkt und zwingt der Castella zu einer riesen Glanztat. Was ein Freistoß, leider wahrscheinlich ein bisschen zu wenig hoch. Jetzt geht es im Gegenabrich über die linke Seite mit dem Rossis Momoa. Macht er spielt in die Mitte rein zum Leo Bonatini. Der drückt einfach mal ab und der Ball fliegt knapp am linken. Am Rand, sehr schön, lässt einen aus, findet der Morandi. Keiner schießt, jetzt der Bolla wieder mit dem Chip der Bölle, dann ist der Dominik Schmid. Und das geht 11 Meter, wenn ich das richtig interpretiere. Zur Stelle, ja. Das geht 11 Meter für den Grasshopper Club Zürich. Und eine geile Karte. Jetzt ist der Pfiff verfolgt. Leo Bonatini gegen Castella. Läuft an, nähert sich den Ball, schießt, aber schlecht gespielt. Nach Goal! Kawabe! Der Nachschuss ist drin. Wow, zum Glück hat dann der Kawabe den verschossenen Elfmeter vom Leo Bonatini gerettet. Ja, der Penalty selber vom Leo Bonatini ist wirklich nicht sehr gut geschossen gewesen. Er hat eine flach in die rechte Seite geschossen, ähnlich wie gegen Servet, auch sehr flach. Dann jetzt aus lang gespielt, Richtung Ouattara. Aber geht sich erklären. Und der Briascos kann da auf den Legnani verlängern. Legnani vorbei am Goli, aber zu weit. Legnani findet dann Goal! Das Goal! 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 Jawohl! Emir Legnani! 72. Minute. Ehrlich gesagt hatte ich schon das Gefühl, gehabt, der Legnani hat sich da zu weit raus abdrängen. Er ist vom Castella, der das wirklich gut gemacht hat, auf die Seite raus, bis an Strafraumgrenze. Bis fast an die Grundlinie raus abgedrängt worden. Hat dann der Ball sich noch einmal auf den Fuß gelegt, hat er dann auf der linken Schlappe genommen. Vorsprung von MFC Luzern. Und vielleicht können wir uns da bald noch mehr freuen. Legnani geschickt, Legnani im Strafraum, geschickt. Nein! Nein! Wow, Legnani mit der Flanke auf den Francis Momo. Er muss ihn eigentlich machen. Zum Momo. Momo im Strafraum drin. Flanke, Riascos. Ah, oh, versucht es artistisch mit einem Volley. Aber Herz aus der zweiten Reihe. Schießt! Wow! Ganz knapp. Für den Freistoß. 88 Minuten sind gleich gespielt. Der Ball kommt vom Kebel in Strafraum. Dort steht der Christian Herz. Kann es für das erste befreien. Hinterhaltschussversuch von der Lausanner. Und dann ist der Ball im Osten. Drüber der Abrashi. Findet wieder der Andres Santos. Abrashi bleibt im Ballbesitz. Sehr schön, Körpereinsatz. Vom Abrashi ist im Strafraum jetzt drin. Kann geht es die Sache zumachen. Und es ist Goal! Der Goal! Jawoll! Und das Spiel ist fertig! Nein, es ist entschieden, würde ich sagen. Ja, entschieden, nicht fertig, aber fertig, ja. Aus dieser Sicht eben, dass es entschieden ist. Der Bolla. Sensationell! Also vor allem auch sensationell die Übersicht, die der Amir Abrashi in dieser Situation, wie er den Ball hinter den Leit auf den Bolla mit dem Alakusto einwerfen können. Das machen sie jetzt auch mit dem Kebel. Kommt der Ball wieder zurück, aber verteidigt den Ball auf links raus. Und jetzt pfeift der Schiri Piccolo die Partie ab. Es ist so, dass es vollbracht ist. GC gewinnt das eminent wichtige Spiel. Da heute heim gegen die Westschweiz.